Herzlich willkommen, Laura. Danke für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Möchtest du dich gerne einmal vorstellen in deinen eigenen Worten? Ja, total gerne. Danke, Philipp, auch für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, warum kann ich jetzt hier vielleicht heute einen guten Beitrag leisten? Ich weiß es noch nicht, ich hoffe es. Grundsätzlich habe ich, glaube ich, immer schon so das Gefühl, dass ich Menschen gut mitnehmen kann. Und zwar, wenn du so, finde ich, zurücküberlegst an deine Kindheit. Häufig fragen wir uns jetzt im Erwachsenenalter, kann ich das, was ich mache, eigentlich richtig gut? Oder ist das das, was ich überhaupt machen will? Und dann bin ich ich würde sagen, vor ein paar Monaten mal so zurückgegangen in meine Kindheit und habe überlegt, okay, was habe ich denn da eigentlich schon gut gemacht und was hat mir schon Spaß gemacht und was habe ich gut gemacht? Und das war wirklich, und da kommen mir so Gedanken, wie ich auf einer Bühne stehe bei der Hochzeit meines Onkels oder wie ich wirklich auf meiner Kinderdisco auch mit meiner damals gegründeten Girlband auch ein gecovertes Lied von den Spice Girls gesungen habe. Also aus der Gesangskarriere ist nichts geworden. Aber ich habe mich wieder zurückerinnert, dass ich schon eigentlich gerne vorne stehe und Menschen eine schöne Zeit schenken möchte. Also mir macht es Spaß. Ich habe da klar Aufregung davor, wenn ich irgendwo auf einer Bühne stehe, so wie jetzt auch in gewisser Weise. Aber ich weiß auch, dass ich eine Message habe und was Schönes zu sagen habe. Und da viele Menschen eben auch dann erreiche und ihnen halt Gutes tun kann. Und ja, wie kam das dann? Wie kam ich jetzt? Also was bringe ich denn jetzt eigentlich für eine Message rüber? Ich habe dann mit 16 Jahren eine Übungsleitertrainerausbildung gemacht und habe direkt mit 30, 40 Frauen überwiegend waren es, Aerobic-Kurse eben die unterrichtet und Aerobic-Kurse gegeben. Und dann habe ich schon festgestellt, yes, das ist wieder meine Welt. Also einfach Menschen wirklich eine schöne Zeit zu schenken, aber auch mit Bewegung und fürs Mindset eigentlich, wenn du so willst. Du kriegst ja was fürs Mindset auch hin, indem du dich körperlich bewegst und was für dich tust. Und dann habe ich Sport studiert. Dann einen Sportclub geleitet, direkt nach dem Studium, direkt Führungsverantwortung übernommen. Ich hatte ein kleines Team mit 7 MitarbeiterInnen. Dann aber gemerkt, du kannst Einfluss nehmen auf die Gesundheit von Menschen in ihrer Freizeit, aber noch mehr am Arbeitsplatz, weil da verbringen wir einfach mehr Zeit als die 1, 2 Stunden die Woche im Sportstudio, wenn es denn mal wieder aufmacht. Und dann habe ich 2012 war das mittlerweile, ist also schon knapp 10 Jahre her, noch mich weitergebildet und mich auf das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement fokussiert. Und die letzten knapp 9 Jahre habe ich dann auch genau dort gearbeitet. Betriebliches Gesundheitsmanagement, also Unternehmen beraten, wie sie wirklich positiv Einfluss nehmen können auf die Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen. Dann habe ich festgestellt, das passiert ganz häufig immer noch auf der körperlichen Ebene. Was braucht der Mensch? Gute Ergonomie, guten Arbeitsplatz, eine gute Verpflegung, vielleicht mal einen Salat zwischendurch, nicht so viel Schnitzel mit Pommes. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist noch ein bisschen mehr, weil wenn mir die Mitarbeiter dann und MitarbeiterInnen zurückgespiegelt haben, Frau Geider, schön, dass Sie heute hier sind, aber der Rücken ist eigentlich nicht mein Problem, sondern mein Chef. Oder ich in Teams kam, die ich schulen sollte, auch in Richtung Stressmanagement. Und was kommen dann halt für Themen auf? Das ist nicht nur fehlende Bewältigungskompetenzen, sondern vielleicht auch nicht ideale Unternehmensstrukturen, Prozesse, Abläufe. Und dann habe ich Wirtschaftspsychologie studiert, weil mich wahnsinnig interessiert hat, wie funktioniert eigentlich gesundes Arbeiten? Und zwar so vom Grundgedanken her, weil eigentlich macht Arbeit ja gesund. Arbeit wird erst zu Stress, wenn sie nicht ideal verrichtet wird, sage ich mal. Grundsätzlich macht uns Arbeit gesund, also arbeitende Menschen sind insgesamt die mental gesünderen im Vergleich zum Beispiel zu Langzeitarbeitslosen. Gibt es viele Studien zu. Und deswegen habe ich von 2016 bis 2019 Wirtschaftspsychologie noch studiert, berufsbegleitend. Dazwischen dann auch mittendrin, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert als geplant, noch Zwillinge bekommen, bin ich noch Mama geworden. Und ja, die 2 sind jetzt in der Zwischenzeit schon 3,5 und gehen in die Kita, gerne in die Kita. Und ich bin wieder quasi seit jetzt 1,5 Jahren wieder zurück im Job und in der Zwischenzeit auch selbstständig. Ich mache jetzt eben Mental Health and Happiness, also
nicht mehr wirklich das betriebliche Gesundheitsmanagement, sondern ich unterstütze Unternehmen dabei, das Thema Gesundheit einfach mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also mehr zu sagen, wie schaffe ich eigentlich gesunde Unternehmenskultur, gesunde Strukturen, einfach mal wirklich an der Ebene anzusetzen oder an der Basis Vertrauen, Empathie, Unterstützung. Und das ist das, worauf eigentlich dann alles wachsen sollte. Und da unterstütze ich. Spannend, spannend. Das klang so ein bisschen nach so einer Rückbesinnung auf deine alten, ich will nicht Werte sagen, deine alten Talente und dass du praktisch dazu wieder zurückgefunden hast. Nehme ich das richtig wahr? Dass du praktisch jetzt sehr lange, du meinst, ich glaube 9 Jahre, in einem Unternehmen gearbeitet hast, auch in dem ähnlichen Bereich, also auch BGM, also betriebliches Gesundheitsmanagement, jetzt aber gerne das selbstständig auch anbietest, praktisch nicht mehr nur für ein Unternehmen, sondern für mehrere Unternehmen. Und war dieser Weg dorthin in die Selbstständigkeit, also kommt der aus dieser Rückbesinnung, aus dieser Erinnerung, was so deine Talente von früher waren? Oder wie kam es dazu, dass du diesen Weg der Selbstständigkeit gegangen bist? Mit Sicherheit, genau. Also, dass du weißt, okay, was kann ich gut? Und das war mittlerweile, ist meine Expertise einfach absolut im Bereich mentale Gesundheit, positive Psychologie. Aus der Glücksforschung und Resilienzforschung habe ich mir ganz viel Wissen auch angeeignet. Und dann eben zu kombinieren, okay, und wie bringe ich das jetzt wirklich richtig gut rüber? So wie es mir, wie macht das mir jetzt richtig gut Spaß und Freude? Und deswegen gibt es jetzt zum Beispiel auch den Happy Voices Podcast. Weil ich da jetzt einfach mir selbst so eine kleine Bühne geschaffen habe, aber natürlich auch meinen Interviewgästen. Ich mache es ja ähnlich wie du mit Interviews. Aber es ist einfach so eine Bühne, wo ich wirklich eigentlich ein Stück weit was den Menschen mitgeben kann von dem, was ich weiß, von meinen Erfahrungen, von meinen Learnings und aber auch wirklich ganz, ganz praktische, ich sage es ja immer so, Happiness-Hack. Also, dass man wirklich von heute auf morgen, von jetzt auf gleich eigentlich, ein Stück weit auch sein Leben halt verändern kann, schöner machen kann. Es muss auch nicht immer mit riesengroßen Veränderungen sein. Das sind ja manchmal auch einfach Kleinigkeiten, dass du um die Ecke gehst und sagst, hey, den nächsten Menschen, den ich jetzt treffe, den lächle ich einfach mal an. Und diese Freiheit jetzt auch, das machen zu können, wo ich merke, das kann ich gut und mache ich gerne, das habe ich, glaube ich, jetzt in der Selbstständigkeit doch mehr. Du hast gerade schon erzählt, dass du gerne praktisch mit Menschen arbeitest, sie begleitest und sie dir ja auch zum Beispiel rückgemeldet haben, dass nicht immer nur die individuelle Situation so die Herausforderung sein kann, sondern wirklich auch die Struktur des Unternehmens. Auf welcher Ebene arbeitest du mit Unternehmen? Also so, weil wenn man bei der Struktur oder bei der ganzen Unternehmenskultur vielleicht was verändern möchte, dann muss man natürlich so in die oberen Ebenen, um dort wirklich eine strukturelle Veränderung zu bekommen. Hast du die Möglichkeit, praktisch auf beiden Ebenen zu arbeiten? Wird sich natürlich noch zeigen. Hängt von den Kundenaufträgen ab, ja. Aber auf jeden Fall, mein Ziel ist es schon auch. Bin mit ersten Unternehmen in Kontakt, wo es eben, die haben schon das zum Ziel. Und wo es aber häufig natürlich trotzdem mal mit ersten kleinen Maßnahmen startet, dass man einfach mal sagt, individuelle Coachings, auch in Teams, aber auch individuell. Oder dass es heißt, lass uns mal gucken, wie wir wirklich eigentlich Vereinbarkeit und Vielfalt, also auch was ja so wichtige Themen sind, wo im ersten Moment man gar nicht dran denkt, dass es zu mentaler Gesundheit beiträgt. Aber gerade Diversity, also Toleranz und ein starkes Miteinander ist ja so unheimlich wichtig, dass wir uns alle wohlfühlen, auch in unserer Gesellschaft oder in Unternehmen. Und dass man einfach das Thema mal aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. In dem Moment, wo man von Mental Health and Happiness jetzt hört, denkt man hier, die Laura, die kommt einfach freudestrahlend und irgendwie mit einer, weiß ich nicht, mit einem Luftballon hier reinmarschiert und ist gut drauf und schmeißt Musik an und dann wird getanzt oder so und dann ist das Problem gelöst. Nee, ich versuche da schon echt auch in die Tiefe zu gehen und wirklich auch so dieses Miteinander erstmal zu beleuchten. Und wenn ein Unternehmen dann hat gesagt, wir hätten gerne eine schönere Meetingkultur zum Beispiel, war vor kurzem mal die Frage, eine angenehmere Meetingkultur. Und dann muss ich natürlich erstmal auch analysieren, okay, warum ist denn die Meetingkultur nicht schön bei euch? Was läuft da also schief und warum? Also dann bin ich so ein bisschen, ich habe ja lange mit Betriebsärzten zusammengearbeitet. Ich war also nicht in einem Unternehmen, ich war die letzten 8,5 Jahre in verschiedenen Unternehmen im betrieblichen Gesundheitsmanagement, also als Beraterin im Endeffekt. Und ja, und dann musst du halt wirklich auch
versuchen, ich gehe, wie gesagt, jetzt wie Betriebsärztinnen vor oder Ärzte und sage, wir lassen uns erstmal nach ein bisschen Diagnose betreiben und nach der Ursache forschen, anstatt nur jetzt die Symptome zu behandeln und nur mal schnell zu sagen, okay, wie, hier sind alle gestresst, also lasst uns mal kurz meditieren. Das ist mit Sicherheit ein richtig gutes Tool, um Stress rauszunehmen, um auch langfristig natürlich das Mindset ein bisschen positiver zu gestalten. Und ja, aber du musst trotzdem auch die Ursachen mal so ein bisschen beleuchten, weil wenn da fängt es immer wieder an und dann lodert es immer wieder auf, dann setze ich absolut auch an, dass ich sage, ist eigentlich das Thema Gesundheit und Wohlbefinden auch in euren Werten mit verankert oder in euren Leitsätzen. Gibt es denn eigentlich Führungsleitsätze zum Beispiel oder generelle Unternehmensleitsätze? Gibt es sowas und wie lauten die? Also dann gucke ich mir auch die mal an, weil das ist schon häufig das Mindset des Unternehmens. Also wie ticken die? Und wenn du dir das anschaust, dann weißt du schon relativ viel über die und kannst dann auch ein bisschen besser ansetzen. Natürlich werden die das nicht von heute auf morgen alles umschmeißen. Da haben sie sich ja auch viel Gedanken gemacht und ist ja auch ein Stück weit deren Kultur, die sie halt jetzt haben und jetzt leben und da sofort einen Change reinzubringen und zu sagen, so, das kippen wir jetzt alles, war alles schlecht, was ihr bisher gemacht habt, aber jetzt machen wir es besser. Das ist natürlich auch unheimlich sensibel. Also fordert dann, denke ich, schon immer wieder auch das Fingerspitzengefühl, dass man da erstmal einfach doch auch mit kleinen Schritten reingeht und dass sich so Strukturen auch Zeit haben, eben ein bisschen zu lockern und das Mindset der Menschen, dass sie sich auch wirklich dafür öffnen und halt bereit dafür sind, auch Veränderungen zuzulassen. Und wenn du dann in so ein Unternehmen gehst, hast du dann die Möglichkeit, sie auch über eine längere Zeit zu begleiten oder sind das eher so gezielte Workshops beispielsweise? Also wie läuft sowas ab? Ja, also wie gesagt, im Moment habe ich noch Kapazitäten, aber es ist schon so, mein Ziel ist, langfristiger zu begleiten, weil eben Veränderungen nicht sofort von jetzt auf gleich passieren. Und klar gibt es jetzt auch Buchungen oder bin ich mal irgendwo für einen Vortrag gebucht oder für einzelne Sessions oder mal ein Coaching. Und du merkst schon und dann entsteht aber auch Vertrauen. Es muss ja auch erstmal ein Unternehmen Vertrauen in mich bekommen, dass ich einfach gut dazu passe. Und das ist so wieder das Klassische, irgendwie man ist auf einer Wellenlänge so ein Stück weit oder man ist sich sympathisch. Und man traut aber dem anderen, spricht dem die Kompetenz zu. So, und ich glaube, wenn das gegeben ist, dann ist auch vielleicht, wenn so eine gewisse Beziehungsebene da ist und man ja Vertrauen und aneinander glaubt irgendwie, genauso auch von meiner Seite aus. Also ich würde, glaube ich, jetzt auch nicht irgendwie ein Unternehmen dann mit dem lange zusammenarbeiten wollen, wo ich das Gefühl habe, die meinen es nicht ernst oder machen es jetzt nur fürs Image oder nur, weil sie schnell mal irgendwie, ja, also ich spreche da auch immer davon und sage, wenn ihr was verändern wollt, ich versuche euch ganz, ganz viel Toolset, Skillset, Mindset mit auf den Weg zu geben, dass ihr schlussendlich nicht von mir abhängig seid, weil das ist eigentlich das Schlechteste, was ich natürlich machen könnte, vielleicht das Beste für mich, um langfristigen Umsatz zu generieren, aber eigentlich das Schlechteste für meinen Kunden oder fürs Unternehmen, wenn die in so eine Abhängigkeit geraten. Also versuche ich eigentlich ähnlich wie auch gute NGOs zu sagen, Hilfe zur Selbsthilfe. Und deswegen kriegen Unternehmen von mir wirklich auch das an die Hand, was sie brauchen und begleite die einfach dann ein Stück weit auf ihrem Weg, eben in der Veränderung, aber dass sie eigentlich mich dann irgendwann auch nicht mehr brauchen. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass Menschen, Unternehmen das selber hinbekommen, auch mit Wertschätzung, mit Achtsamkeit, mit einer Resilienz auch wirklich selbstständig durchs Leben und durch die Arbeitswelt auch gehen zu können und ein Unternehmen führen zu können. Ein wichtiges Thema, das du vorhin auch schon mal kurz angeschnitten oder angesprochen hattest, ist Resilienz. Ein Thema, mit dem du dich schon relativ viel beschäftigt hast. Was ist für dich Resilienz? Ja, dieses mit Widerständen, Rückschlägen, Schicksalsschlägen umgehen zu können. Nicht resistent zu sein. Das würde ja bedeuten, es geht mir irgendwie am A vorbei. Nee, Gleichgültigkeit ist absolut nicht Resilienz, sondern es ist schon auch eben wirklich den Schmerz, die Trauer, den Frust auch eben wahrzunehmen, unbedingt wahrzunehmen. Viel Selbstreflexion, also auch ein Stück weit in die Kausalanalyse zu gehen. Also wer ist da jetzt irgendwie wirklich schuld dran oder was ist die Ursache? Sehr oft eine Reaktion folgt halt auf eine Aktion. Was habe ich vielleicht für einen Anteil? Aber also auch mal Realitätscheck. Wo kann ich aber vielleicht auch nichts für? Und dann aber auch quasi, ich sage jetzt mal, wieder raus aus dem Jammertal. Jammertal ist immer gut und es braucht der Mensch. Und ich bin auch nicht immer happy und nicht immer fröhlich und strahlend. Und dann aber echt auch wieder raus. Und jetzt kommen wir zu den, ich sage immer, Resilienz besteht eigentlich aus zwei Bereichen. Einerseits der Bereich
der ist, wenn ich in der Trauer bin und wenn ich in dieser negativen Zeit drin stecke, wie ich die erlebe und dass ich sie auch zulasse und dann aber auch wieder eben im Design Thinking sagt man so schön deswegen, da steckt eigentlich auch ein Stück weit Resilienz drin, vom Problemraum in den Lösungsraum. Und das ist eigentlich, glaube ich, dann auch Resilienz, dass ich dann auch wirklich eben Selbstwirksamkeit, dass ich auch sage, wie kann ich jetzt das Problem stemmen und lösen oder die Trauer oder den Verlust oder den Schicksalsschlag, wie kann ich das jetzt verarbeiten, wenn ich es nicht alleine schaffe, ist es unheimlich wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben. Das muss kein großes Netzwerk sein, sondern Qualität vor Quantität. Und wie kann ich auch wieder eben in die Zukunft schauen, also so ein gesunder Optimismus. Da sind wir mit dem Optimismus auch wieder in der Richtung, die du auch angesprochen hattest, wo ich auch noch drauf eingehen wollte, und zwar die positive Psychologie. Ein recht junges Feld in der Psychologie, das immer größere Bühne bekommt. Und das ist ja auch ein wichtiger Faktor in deiner Arbeit und in deinem Podcast beispielsweise, der ja auch so Happiness zu den Menschen bringen soll. Vielleicht könntest du ein bisschen was noch zu deinem Podcast erzählen. Ich habe nämlich noch eine Folgefrage dazu. Ja, gerne. Also ich versuche da auch wieder eigentlich ein Stück weit weg von nur meiner Brille und nur meiner Schiene mit Happy Voices, so heißt der Podcast, dein Podcast für mehr Happiness im Leben, bringe ich natürlich meine aus psychologischer Sicht und aus meiner Perspektive Inputs rein und gebe eben Tipps und Hinweise und ein Stück weit ja, Ratschläge oder erzähle meine Stories, meine Geschichten, versuche immer mal wieder ein Stück weit auch, was ist jetzt eigentlich Stressbewältigung oder wie entsteht Glück und wie machen wir uns auch nicht abhängig vom Glück jetzt gerade im Außen und dann aber auch wirklich in dem Podcast unheimlich wichtig, versuche ich eigentlich ganz viele Menschen ja auch zu zeigen, anderen eine Bühne zu bieten, weil ich schon der Meinung bin, es gibt eben nicht nur diese eine Wahrheit und diese eine Blickrichtung. Auch wenn ich jetzt ein Fan bin von der positiven Psychologie, so gibt es auch ganz, ganz viele andere Theorien, Modelle, aber auch komplette Lebensweisen, wenn man so will, die auch völlig richtig und gut sind. Und ich glaube, alles ist in Ordnung, solange man keinem anderen Lebewesen oder der Welt schadet. Solange ist alles gut, jeder auf seine Art und Weise. Und da fängt für mich zum Beispiel halt auch Diversity an. Das ist aber halt noch nicht fertig gedacht. Wenn wir immer von Diversity sprechen, ist es schön. Aber es ist halt unheimlich wichtig, auch diese Vielfalt, ja, jetzt heißt es immer so schön, zu leben. Und mit Vielfalt leben verbinde ich unheimlich die Begriffe Toleranz und noch einen Schritt weiter Akzeptanz. Also, dass ich wirklich andere Meinungen, andere Sichtweisen gelten lasse, auch vielleicht für gut befinde, wertschätze und auch vielleicht sogar von Vorteil sehe für mich und für andere, weil gerade diese Vielfältigkeit bringt uns doch immer wieder dran, dass wir doch Schnittmengen finden und sagen, hey, und das sind wieder unsere Gemeinsamkeiten und das, was du da reinbringst, ist gut und was ich reinbringe und das passt vielleicht auch perfekt zusammen oder ergänzt sich idealerweise. Und das zeigt einfach auch immer wieder die Unvollkommenheit in verschiedenen Themenbereichen oder von den Menschen und dass wir wahrscheinlich vollkommen erst werden, wenn wir das große Ganze nutzen und sehen und dass uns das einfach nur Vorteile bietet auch und dass wir von der Vielfalt halt profitieren können. Wie könnte man das im öffentlichen Dialog umsetzen? Dieses, es gibt verschiedene Meinungen und man kann trotzdem daraus irgendwie eine Stärke ziehen oder zusammenfinden, zueinander finden. Weil es gibt ja immer mehr so eine Polarisierung und man hat das Gefühl, dass es irgendwie so verschiedene Lager gibt, die irgendwie nicht miteinander zurechtkommen oder sich nicht irgendwie treffen können. Wie könnte man aus dem, was du gerade beschrieben hast, was sich sehr richtig anfühlt, Schlüsse daraus ziehen oder vielleicht eher Umgangsmöglichkeiten daraus ableiten? Ich glaube jetzt, wenn Unternehmen schon mal anfangen und das ist jetzt ein Unternehmen, das ich jetzt erlebe, die nicht nur ein Diversity Day machen und einmal im Jahr irgendwie die Vielfalt feiern, sondern die versuchen da jetzt verschiedene Arbeitskreise, Projektteams draus zu bilden und eben ein Diversity-Jahr zu machen und legen jetzt mal den ganzen Fokus in diesem Jahr auf Vielfalt. Und das finde ich zum Beispiel schon echt eine schöne Message und eine schöne Richtung, die da einschlagen. Weil es halt einfach genauso wie dieser einzelne Gesundheitstag, den so manche Unternehmen immer noch machen. Ihr Lieben, da draußen spart euch das Geld, außer ihr lasst auf diesen einzelnen Gesundheitstag weitere Gedanken folgen. Aber wäre das so als einmal, hey, heute haben wir Spaß und feiern wir die Gesundheit und aber dann die restlichen 364 Tage im Jahr nichts mehr macht oder wieder das völlig ignoriert, dann ist das Geld einfach fehlinvestiert. Und das sage ich auch
ganz klar. Das konnte ich in meinem vorigen Job zum Beispiel nicht. Und jetzt kann ich das aber sagen, dass also einfach so einzelne Gesundheitstage ohne eben vorher und nachher und dass man wirklich auch die Gedanken dazu dann abschließt, dass es halt völlig ja, sinnlos dann ist, wenn nicht sogar stark kontraproduktiv und genauso halt mit dieser Diversity und der Vielfalt und in dem Moment, wo du einfach sagst, hey, wir machen da einen kleinen Arbeitskreis und wir kümmern uns in dem kleinen Team oder Projektteam oder auch verschiedene Arbeitsgruppen, auch mit ganz konkreten Themen. Was, wie können wir das denn jetzt umsetzen? Machen wir mal ein Eltern-Kind-Café oder was sind überhaupt in unserem Unternehmen die Themen? Wo kommen sich die MitarbeiterInnen vielleicht nicht so nahe? Wo haben die sehr große Hürden zueinander? Wo funktioniert die Zusammenarbeit nicht so gut? Dann wieder ein Stück weit, was sind die Ursachen dafür? Und in dem Moment, wo du versuchst, natürlich dann also Distanz zu nehmen, und ich spreche nicht nur von der räumlichen Distanz, sondern egal, ob jetzt Gender oder kulturell oder sprachliche Barrieren, also wo auch immer die Distanz halt ist und also immer sobald große Unterschiede sind, dann haben wir, spüren wir Menschen Distanz zueinander und also so eine emotionale Distanz und das, sage ich mal, wirkt sich auch kontraproduktiv auf die Zusammenarbeit, also den Unternehmenserfolg aus und in dem Moment, wo du, und das ist wieder die Sichtweise, in dem Moment, wo du das angehst, tust du was fürs Wohlbefinden der Mitarbeiter und gleichzeitig für deinen Unternehmenserfolg und das ist für mich betriebliches Gesundheitsmanagement, obwohl das Wort darin eigentlich nie drin vorkam. Oder gar nicht aus der Abteilung heraus fungiert, sondern eben aus der Abteilung zum Beispiel Diversity. Vielleicht ist es HR, wo auch immer. Ja, vielleicht auch vom CEO oder der CEO von da aus gesteuert und angedacht und angestoßen. Das heißt, im Grunde können eigentlich alle davon profitieren. Also es ist eine Win-Win-Situation einerseits für die Einzelnen, aber auch für die Gemeinschaft. Weil das kann man ja eigentlich auch übertragen von Unternehmensebene auf Gesellschaftsebene, wo es ja auch viele Differenzen zu geben scheint, die man eventuell durch eine gute Kommunikation oder durch einen Abbau, wie du es gerade auch gesagt hast, der Distanz, ja dadurch vielleicht zu einer Stärke finden könnte, dass dieses Anderssein eigentlich was Gutes sein kann. Mhm. Ja. Die Kultur, die du natürlich lebst, ich sag mal, die Menschen, die in deinem Unternehmen arbeiten, gerade natürlich, wenn man ein Riesenladen ist, so ein Megakonzern, dann ist es ja umso mehr. Also die Menschen leben ja auch in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass zwei große Einflussfaktoren sind. Also schon auch diese Kultur, die du im Unternehmen lebst und die du da deinen MitarbeiterInnen vermittelst oder auch deinen Führungskräften. Und wenn da einfach so eine Ellbogenkultur und so sehr auf Ego und wenig miteinander und einfach immer nur in Richtung Machtmotiv und wir müssen einfach größer, weiter, höher, schneller und so, dann funktioniert das vielleicht kurzfristig, ja, oder auch immer mit neuen Mitarbeitern, aber man verschleißt dann einfach auch die Menschen, weil heutzutage gerade die junge Generation, die jetzt nachkommt, ich glaube, die packt die Koffer und geht und sucht sich einfach ein anderes Unternehmen. Nicht alle, ich glaube, ich kann auch wieder immer nur ein Stück weit aus meiner, ich habe da jetzt keine Studie zu, aber so aus meiner Sichtweise und wie ich das wahrnehme. Und die jungen Menschen wünschen sich heute schon auch nochmal viel, viel mehr als wahrscheinlich vor 50 Jahren einen sinnerfüllten Job und ein schönes Miteinander. Und klar gibt es auch die stark machtorientierten und die wahrscheinlich denen das Miteinander gar nicht so wichtig ist. Aber grundsätzlich strebt der Mensch auch schon allein auf Grundlage der psychologischen Grundbedürfnisse, die wir alle in uns tragen, mehr oder weniger stark ausgeprägt, streben wir nach Bindung und Zugehörigkeit, nach Lustgewinn und Unlustvermeidung, nach Orientierung und Kontrolle. Also wir möchten schon auch Einfluss nehmen und partizipieren können. Und genau, dann kannst du eigentlich auch die MitarbeiterInnen wunderbar mitnehmen und sagen, hey, lass uns doch eine schöne Unternehmenskultur voranbringen und starten. Und was kann jeder Einzelne dafür tun? Und dann tragen die das auch nach draußen eben in die Welt, in die Gesellschaft, in ihre Familie. Also man nimmt doch den Stress oder die positiven Erlebnisse, was auch immer, man nimmt ja alles auch von der Arbeit irgendwie mit nach Hause. Und ja. Ja, total, stimmt. So kann ja eigentlich der eine vom anderen Bereich auch lernen, so im zwischenmenschlichen Miteinander. Was ich mir vorher noch notiert hatte, du hast von Happiness-Hacks gesprochen. Hättest du zwei, drei Happiness-Hacks für die ZuhörerInnen, wie man praktisch mit kleinen Tipps und Tricks durchs Leben gehen kann und da etwas mehr Happiness in seinen Alltag bringen kann? Ja, also auf jeden Fall, ich habe jetzt keine vorbereitet, genau. Jetzt mache ich einfach die spontan, die mir einfallen, weil ich habe da ganz viele verschiedene. Und ich fange mal wieder bei dem an, weg vom Glauben, ich muss jeden Tag wirklich glücklich sein. Nein, musst du nicht. Also das Leben ist eben nicht nur Sonnenschein. So ist
einfach so wie das Wetter halt auch. Also es gibt nicht nur Sonnenschein, das ist auch ein, glaube ich, utopisches Ziel, sich das zu wünschen, wirklich nur Sonnenschein. Geht nicht, impossible. Also verabschieden mal von diesem Perfektionismus und vielleicht auch natürlich im Hinblick auf die Arbeit, dass man sich denkt, jetzt habe ich meinen Traumjob, so wie ich jetzt in der Selbstständigkeit, das denkt so und jetzt, nee. Also auch da gibt es Tage, wo ich denke, hey, irgendwie, warum mache ich das eigentlich? Oder wenn dann blöde Dinge passieren. Also einfach verabschieden von diesem, wie kriege ich es hin, dass es immer toll und immer schön ist. Das gibt es nicht, 100% immer toll und immer schön, weil eben zum Beispiel wissen wir auch nur, was glücklich sein ist, weil wir auch schon mal traurig waren. So, also Traurigkeit wirklich auch mal zulassen, mal dieses bisschen vielleicht Depri sein und mal schlechte Tage. Und es ist auch wichtig, eben diese negativen Emotionen auch dann eben wahrzunehmen und zu hören. Und unser Körper will uns ja auch damit was sagen. Das finde ich ein bisschen ausgeschweift. Und zweitens, wirklich auch, wenn ich aber merke, mir geht es zu oft schlecht, also das ist nicht mehr normal. Was kann man jetzt sagen? Was ist das richtige Verhältnis zwischen gute und schlechte Tage? Mal so ganz pauschal. Ist es 50-50 oder ein bisschen mehr? Oder soll es 80 gute Tage, 20 schlechte Tage? Also eigentlich sind wir schon bestrebt, möglichst viele gute Tage zu haben und glückliche Tage. Vielleicht ist es 90-10. Ich weiß es nicht. Sehr unterschiedlich. Mit Sicherheit genauso unterschiedlich, wie wir Menschen halt sind, so unterschiedlich auch das Empfinden. Oder vielleicht gibt es gute Jahre und schlechte Jahre. Ganz pauschal gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und auf jeden Fall zweitens aber, also Veränderung. Ich wünsche mir Veränderung. Und ich sage, ich möchte es jetzt mal ein bisschen glücklicher haben, mein Leben. Dann sich echt bewusst werden, dass ich jetzt sofort, jetzt in dieser Sekunde was ändern kann. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie denken muss, okay, also ich besuche jetzt eine Weiterbildung. Oder ich muss meinen Job kündigen. Oder ich muss mich von meinem Partner trennen oder was auch immer. Also das Leben wird dann nicht glücklicher, weil das ist häufig eben der Denkfehler, wenn dann, und das ist so ein Fehler, sondern eigentlich zu sagen, klar kann das auch sein, dass man so eine krasse Konsequenz manchmal ziehen muss, um wieder richtig glücklich sein zu können, aber eigentlich kann ich auch immer in dieser Sekunde entscheiden, ich möchte jetzt irgendwie glücklicher sein und da mal überlegen, was kann ich mir gerade Gutes tun? Und wenn es nur irgendwie ein Glas Wasser ist, weil ich heute vielleicht wieder bemerkt habe, Mensch, wenig getrunken oder bemerkt habe, boah, ich bin so hundemüde, schlecht geschlafen, dann lege ich mich halt kurz mal 5 Minuten hin. Also ganz, ganz wichtig. Und wenn ich weiß, ich schaffe es alleine nicht, mir jetzt was Gutes zu tun und ich komme aus dieser schlechten Depri-Phase nicht raus, dann Unterstützung, Support. Also das hat man ja auch wissenschaftlich festgestellt, dass Veränderungsprozesse und Veränderungen viel, viel erfolgreicher sind, wenn man eben das gemeinschaftlich angeht, mit sozialer Unterstützung sozusagen. Aber es sind ganz, ganz wichtige Punkte. Also ich finde auch, dass man oft, so auch wenn man es eigentlich weiß, in diese Haltung immer wieder reinrutscht, wenn das und das ist, dann wird es mir besser gehen und dann werde ich glücklich sein. Dass man praktisch bestimmten Situationen oder Zuständen, wie auch immer, hinterherjagt und gar nicht so richtig dort ansetzt, das wertzuschätzen, was man eigentlich hat. Was eben oft ganz normal ist, weil man es halt gewohnt ist, aber dass man darin vielleicht auch sein Glück finden kann, dass man eben auch erkennt, okay, eigentlich kann ich für das, was ich schon habe, ganz schön glücklich sein. Natürlich leichter gesagt als umgesetzt, aber manchmal hilft es auch, sich daran zu erinnern. Mhm. Richtig, ja, so der Reminder einfach, was ist eigentlich gerade, also wenn ich gerade alles schlecht sehe und irgendwie so schwarz am Schwarzmalen bin, wirklich überlegen, was war vielleicht heute schon gut oder worauf bin ich eigentlich stolz oder wie habe ich auch das Problem in einer Situation schon mal in einer früheren Situation gelöst? Einfach zurückzuerinnern an Erfolge oder an irgendwas Positives oder wirklich mal sehen, hey, die Sonne scheint gerade, es ist so schön. Ja, wunderbar. Also das ist doch eigentlich immer was Tolles. Also bei Regen beschweren wir uns, aber wenn die Sonne scheint, dann vergessen wir uns dafür zu bedanken. Mhm. Weil wir denken, ist doch super, aber das ist jetzt auch metaphorisch gemeint, dass wir uns beschweren, wenn es regnet, und aber nicht bedanken für die Sonne. Wenn man sich mehr mit Glück auseinandersetzen möchte und deinen Podcast hören, auf welchen Plattformen findet man den denn? Na, ich poste auf jeden Fall immer ganz fleißig auf LinkedIn und auch auf Instagram. Aber auf jeden Fall bei Podigee ist der Podcast zu finden, aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, überall. Diese Amazon, Google,
Überall würde ich nicht sagen, aber die gängigen Plattformen. Die gängigen. Wenn man sich mit dir verbinden möchte, einerseits für den Austausch, andererseits, weil man sagt, das klingt sehr spannend und vielleicht wäre das für unser Unternehmen was, wie findet man dich am besten? Na, auch entweder direkt über LinkedIn oder dann halt über meine Website, lauragaider.com. Alles klar, das werden wir natürlich unten auch nochmal alles verlinken, damit man das dann da auch ganz entspannt einfach anklicken kann. Ansonsten gibt es von deiner Seite noch was, was du gerne loswerden möchtest, noch mitteilen möchtest? Ich glaube nicht. Ich habe schon so viel erzählt. Genau, auf jeden Fall mal lachen. Also es ist gerade, wir sehen uns ja hier und immer mal überlegen, habe ich heute eigentlich schon gelacht, wenn es geht. Immer mal überlegen, habe ich heute schon gelacht und wenn ja, das auch einfach mal tun. Okay, dann vielen lieben Dank für deine Zeit und für das interessante Gespräch. Wie gesagt, wir werden alles verlinken, wie man dich finden kann. Und dann freue ich mich selbst auch, mich mehr mit deiner Arbeit auseinanderzusetzen, deinen Podcast anzuhören und rate es allen anderen auch zu tun. Vielen, vielen Dank, Philipp. Danke auch fürs Gespräch. Ja, war schön, bei euch sein zu dürfen. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir einen sehr schönen Tag mit Sonne, metaphorisch und im echten Leben. Absolut. Danke, das wünsche ich dir auch. Vielen lieben Dank. Mach's gut. Ciao. Tschüss.